bin mit 15 Jahren von Südtirol weggegangen und habe die Suche nach dem Erfolg begonnen. Und dann war ich nach Deutschland, habe dort eine Lehre gemacht und mich hat immer interessiert, warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum klappt es bei manchen besonders gut, bei mir gar nicht? Warum bin ich ein Bauernsohn? Die anderen haben alle schon auf den silbernen Tablett serviert gekriegt. Gibt es da Gesetzmäßigkeiten und keine? Dann habe ich Bücher gelesen, habe Dr. Murphy noch kennengelernt, damals den Grandmaster vom positiven Denken, habe irgendwann Kurt Tepperwein kennengelernt, habe Seminare organisiert und irgendwann ist es passiert, dass ein Seminar ausgefallen ist, beziehungsweise der Referent später kam und da musste ich einspringen. So, und da war ich voll in dem Thema drin. Das heißt also, dann habe ich begonnen, Seminare zu machen, aber die Grundsache war, ich selbst habe mich für diese Themen interessiert. Ich wollte wissen, warum gelingt manchen alles leicht und anderen nicht? Warum müssen manche kämpfen, andere nicht? Und das war so der Weg, wie ich da hingekommen bin, um überhaupt diese Themen zu bearbeiten und zu verarbeiten. Warum es manchen Menschen gelingt und anderen nicht, ist eine Geschichte, die sehr individuell ist. Erfolg ist im Grunde einfach, kann man sagen, weil Erfolg ist eine Sache der Strategie, das heißt die Art und Weise des Vorgehens. Erfolg bedeutet, es folgt irgendetwas, aber da geht was voraus. Und Strategie wiederum heißt, wie gehe ich vor? Aber ich habe mich gefragt, warum ist denn das so, dass bei manchen Menschen alles so fließt, es läuft so, als wenn nichts wäre und bei anderen, die müssen immer kämpfen. Und das war so das Thema, was mich am meisten interessiert hat. Und dann kam natürlich eines raus. Erfolg hat ein paar Gesetzmäßigkeiten und die wirken, ob man daran glaubt oder nicht. Erstens, ich muss den Preis vorher bezahlen. Das heißt also, ich muss wissen, was ich will. Ich muss wissen, ob ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn der größte Preis? Der größte Preis bei den meisten Menschen ist, oder der größte Preis bei uns selbst ist, das Alte loszulassen. Weil wir die alten Erfahrungen immer als Basis haben für die künftigen Erfolge. Und das unterscheidet den Erfolgreichen von dem, der weniger Erfolg hat. Der Erfolgreiche macht sich Gewohnheiten, die ihn zum Erfolg führen. Er lebt seine Persönlichkeit und er baut seine Stärken aus. Und wir gehen oft auf das Thema aus, habe ich schon natürliche Talente oder nicht. Talente sind angeboren, Stärken nicht. Stärken mache ich. Talente kann ich leben und ich kann sie mit den Stärken ausbauen. Aber wenn einer zum Beispiel kein Talent hat, um Musiker zu sein zum Beispiel, dann kann er zwar die Noten lernen, aber er wird nicht dieses Feeling kriegen, wie jemand, der talentiert ist, tatsächlich Musik zu spielen. Aber die Stärke, die kann ich ausbauen. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen viel mehr in ihre Stärken kommen. Dass sie also schauen, was können sie gut und wo sind sie weniger stark? Und wenn sie auf das schauen, was sie gut können, wo sie ihre Stärken haben, dann können sie das individuell ausbauen, können ihre Talente damit fördern und können natürlich auf natürliche Art und Weise Erfolg haben. Weil das Hauptthema bei dem Erfolg ist ja, fließt oder fließt nicht. Jeder Mensch will Erfolg haben, jeder Mensch will Geld haben, jeder Mensch will finanziell reich sein, jeder Mensch will gesund sein, jeder Mensch will eben gute Beziehungen haben. Und da ist die Frage, warum gelingt es denn oft zu wenigen? Und wenn wir da ein bisschen hinschauen, dann kommt das Thema Ego sehr stark zum Vorschein, weil unser Ego, unsere alten Muster uns klein halten. Und das Ziel ist natürlich eines jeden Erfolgscoachings und ich hoffe auch in Ihrem Sender mit MyCoachingTV, dass die Menschen in ihre Größe kommen. Dass sie wieder lernen, die Stärken zu leben, die sie natürlich haben. Und wenn wir das mal anfangen, wieder individuell zu machen, dann kommen wir in eine Richtung, die einfach Spaß macht, weil dann hat jeder Mensch andere Stärken. Ich kann meine Stärken leben, der Zuschauer kann seine Stärken leben. Jeder kann das tun, was ihm liegt und er muss nicht konkurrieren, weil Konkurrenz kommt immer durch Gleichheit. Und wenn ich heute hergehe und sage, ich habe meine bestimmte Stärke, ich gebe da Gas in diese Richtung und es ist auch ein Herzenswunsch von mir, dann habe ich automatisch auch von innen raus Power und Motivation und Erfolg. Und das ist etwas, was wir lernen können. Und da gibt es natürlich unendlich viele Seminare. Es gibt Kurse. Ich habe einen Kurs, der heißt Unternehmen Persönlichkeit. Das ist so ein Erfolgscoaching, weil viele stellen sich vor, dass sie wie in den amerikanischen Büchern oft etwas lesen und da muss es sofort klicken und dann ging es nach oben. Das ist selten der Fall. Die meisten lesen, besuchen Seminare, sammeln Erfahrungen, machen Fehler und machen weiter. Und der Erfolgreiche macht eben immer weiter. Der Erfolglose gibt auf, wenn was schief geht. Und dann meinen viele eben, Erfolg darf nie als Misserfolg sein. Misserfolg kann man auch wörtlich sehen, misst den Erfolg. Das heißt, wenn ich irgendwo hin will und ich weiß, ich habe ein Ziel, da weiß ich ganz genau, wenn ich das bis jetzt nicht schaffe, ja, muss ich mehr Gas geben oder mehr dazulernen oder mehr trainieren oder mehr machen. Aber ich darf nicht aufgeben. Und die Leute, die aufgeben, das sind diejenigen, die sich als Versager fühlen. Die Leute, die weitermachen, die finden einen Weg. Oben durch, unten durch, links durch, rechts durch. Es gibt immer einen Weg. Die Frage ist nur, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Und der ist natürlich manchmal mit Mühen ausgelegt. Wie bei jedem Sportler genauso. Also ich würde sagen, das Warum ist das Wichtigste. Warum und was gehört fast zusammen. Was will ich
und warum will ich es? Weil mein Warum ist meine innere Motivation. Wenn das Warum stark genug ist, kriege ich auch die Motivation, auch viel zu machen und viel zu tun. Wenn das Warum gering ist, dann habe ich ein Problem. Das Wie ergibt sich dann oft von alleine. Weil das Wie heißt, ich finde dann eine Strategie, einen Weg, der eben viele Umwege hat. Das ist durchaus denkbar. Aber ich muss die innere Motivation haben, was will ich und warum will ich es? Wenn jemand heute in der Arbeit ist, im Beruf drin ist und er will verkaufen, wenn er sagt, warum will ich verkaufen? Ich will Geld zu verdienen. Was will ich? Ich will Erfolg haben. Jetzt muss er natürlich schauen. Wenn Geld die einzige Motivation ist, ist es schwierig. Wenn er aber sagt, ich will gut dastehen, mein Warum ist, dass ich gut dastehe, dass ich exzellenten Nutzen biete, dass ich viel bewege, dass ich Menschen auch bereichere durch meine Persönlichkeit und viel Geld verdiene, dann funktioniert es natürlich am besten. Und das Wie ergibt sich dann fast immer. Jeder erfolgreiche Mensch geht her und gibt zuerst alles, was er geben kann und macht natürlich auf dem Weg Fehler. Wir sind halt in einer Gesellschaft, wo viele glauben, wir dürfen keine Fehler mehr machen. Also wenn einer keine Fehler macht, macht er gar nichts. Jeder, der erfolgreich ist, macht mehr Fehler als andere. Henry Ford, glaube ich, der hat ja mal gesagt, wenn du mehr Erfolg haben willst, verdopple deine Fehler. Und damit ist nicht gemeint, ich soll bewusst Fehler verdoppeln, weil etwas, was ich mache, ist ja im Moment kein Fehler. Wenn jemand weiß, er macht einen Fehler, dann macht er es ja gar nicht, wenn er weiß, dass es falsch ist. Wir deklarieren Fehler als das, dass wir geglaubt haben, es müsste anders sein. Wir müssten schon richtig handeln, obwohl wir noch nicht die Kenntnis hatten. Jeder, der auf dem Weg zum Erfolg ist und nicht aufgibt, der wird Erfahrungen sammeln, wird sogenannte Fehler machen. Wie Anthony Robbins sagt, er sammelt tatsächlich Erfahrungen, macht keine Fehler. Dann geht er her, macht es besser, geht den nächsten Schritt hin, macht es wieder besser und steigt wieder nach oben. Das ist die Strategie zum Erfolg und das können wir lernen. Und ich bin auch ein Freund dessen zu sagen, jede Persönlichkeit ist ein eigenes Unternehmen. Deswegen das Thema Unternehmen, Persönlichkeit ist etwas, was mir total gefällt. Warum? Weil jedes Unternehmen lebt von Menschen. Jedes Unternehmen hat Menschen bei sich, die Ressourcen haben. Die haben unendlich Ressourcen. Wenn diese Ressourcen richtig eingesetzt werden in der Gemeinschaft, in der Teamfähigkeit und nicht dagegen, sondern dass ich sage dafür, dann hat die Firma mehr Erfolg. Dann hat er mehr Erfolg persönlich, die Firma hat mehr Erfolg, die Kunden fühlen sich aufgehoben und das Ganze ist dann am Werden. Deswegen freue ich mich immer, wenn die Menschen lernen, ihre eigene Persönlichkeit intensiv einzubringen und sich eben auch als Unternehmer im Unternehmen sehen. Denn dann haben wir eine Richtung, weil im Unternehmen zum Beispiel, und viele haben ja Unternehmen, die auch erfolgreich sein wollen, im Unternehmen ist es immer so, das Unternehmen lebt von Menschen und es lebt von Kunden. Und das vergessen wir häufig. Wir haben oft intern das Problem, dass wir viel mehr mit internen Problemen beschäftigen. Das heißt, ich will Recht haben, ich will, dass ich vorne bin, ich will Karriere machen, anstatt dass wir fragen, was können wir denn den Kunden bieten? Was können wir denn tun? Wo können wir Zusatznutzen bieten? Wo kann ich meine Stärken einsetzen zum Wohl des Ganzen? Wo kann ich meine Stärken individuell so kanalisieren, dass wir alle mehr haben? Und dann geht es nämlich allen gut. Es ist auch ein Thema, was in der Welt ich im Moment ein bisschen kritisiere, weil wenn jeder seine Stärken klar einsetzt, haben wir alle mehr davon. Weil wir sind ergänzend, wir haben bald 7 Milliarden Menschen und wir haben fast 7 Milliarden Persönlichkeiten, die individuell sind, mit 7 Milliarden Erfahrungen. Also können wir in unseren Kreisen, wo wir viel tun können, wir können was bewegen. Und da liegt es nur daran, will jemand oder will er nicht? Wenn er weiß, was er will und er weiß, warum er es will, dann findet er den Weg. Also in Firmen ist es so, natürlich muss die Treppe von oben nach unten gekehrt werden. Wenn die Chefs oben blockieren, können die Mitarbeiter unten nichts machen. Die Pyramide wird von unten nach oben gebaut. Und wenn ein Mitarbeiter sein Warum sucht und er engagiert sich sehr stark und die Chefs lassen das nicht zu. Und ich unterscheide hier sehr klar zwischen Vorgesetzte und Führungskräfte. Eine vorgesetzte Person ist jemand, der vorne sitzt und tatsächlich blockiert. Eine Führungskraft macht den Weg frei zu besseren Leistungen, motiviert auch die Mitarbeiter. Und natürlich erlebe ich immer wieder in meinen Trainings, dass Mitarbeiter voll motiviert sind und blockiert werden durch hierarchische Strukturen, durch Blockieren von Konzernen, durch Regularien. Trotzdem gibt es hier nur einen Weg. Und das ist ziemlich easy. Entweder ich kann die Umstände ändern, oder ich muss die Einstellung zu den Umständen ändern. Wenn ich die Umstände in der Firma nicht ändern kann und die Einstellung nicht ändern will, werde ich leiden. Und das bringt niemandem was. Trotzdem empfehle ich jedem, immer das Beste zu geben, weil es sein kann, dass auch die Chefs dann irgendwann mitwachsen. Es gibt auch Chefs, die sollten schon öfters in Coachings kommen, sollten auch öfters was machen, weil die genauso sich bilden müssen. Leider haben sie oft wenig Zeit, das ist oft ein Thema. Dann haben sie oft nicht die Unterstützung von weiter oben.